Hallo Leute, willkommen zum 49. Part von Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben im Yoshi Theater, nachdem wir die Röhre gesucht haben, vergebens. Aber irgendwie sind wir doch weitergekommen und jetzt werden wir uns hier ein bisschen umgucken. Bald soll dieses Kino fertig sein. Der Besitzer soll es so gebaut haben, dass auch Yoshis kommen können. Weil viele Bodenländer schon vom Yoshis gehört haben, aber kaum jemand sie von sehen kennt. Dieses Kino wird bestimmt ein Hit. Ihr wisst doch, was ihr zu tun habt. Los geht und findet die Neon-Eier. Zackig. Genau, das hören wir jetzt in diesem Part machen. Oder im nächsten. Oder wie lange das auch immer dauern soll. Aber so viele Gesichter. Yoshi, Yoshi, Yoshi. 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 Yoshi, Yoshi. Wo steht der Wahnsinn? Der Action-Thriller Mario Luigi Dem ist hier. Und wann? Ich kann es kaum erwarten. Ja, Josh. 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 Oh. Wird Safi nicht mit R geschrieben? Ah, Starfy ist ein voll cooles Spiel. Also, wenn das nicht japanisch wäre, würde ich doch auch mit euch Let's Play. Man sagt ja, Buddel hat zu Hause mehr als 30.000 hölzerne Nussknacker. Das ist wohl lustig, dann so viele Nussknacker zu haben. Ich will es gar nicht wissen. Diese Hobbys sind gar nicht so völlig seltsam. Ja, Pong. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Yosh, 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 yosh. Es gibt also wirklich Yoshis. Das ist das erste Mal, dass ich Yoshi sehe. Fasziniert, wenn das meine Freundin sehen könnte. Yoshi. Yoshi. Wahrlich, ich bin Dr. Gelbsam, der Architekt, der dieses Theater konstruiert hat. Und wahrlich, ich bin der Bruder des intellektuellsten Intellektuellen von Bodenburg. Was? Warte. Was? Die Neon-Eier. Ihr habt erkannt, dass ich ein Neon-Eier-Fetischist bin. Okay, dabei war das doch geheim. Guckt, das, was er da macht, sieht nicht richtig aus. Auf seinem Rücken. Genau, Maya, ich bin Architekt. Mein Bruder ist intellektuell, Intellekten im Kern jedoch. Neon-Eier finde ich wunderbar. Weil ich selber keine hab. Für wahr. Was? Um Neon-Eier zu legen, müssen die Yoshis vorher etwas essen? Damit können nur die Obstboden gemeint sein. Das ist ein Obst, das im Boden von Bodenland wächst und gedeiht. Wenn ihr Obstboden erntet und dann dieses Obstbohnen an die Yoshis verfüttert, dann erhaltet ihr prächtige Neon-Eier von den Yoshis. Aber ehrlich gesagt, Obstbohnen habe ich noch nie gefunden in diesem Land. Jedoch, Hüstel, eines der Ergebnisse meiner bisherigen Forschung ist, die ungefähr in dieser Gegend dürfte es Obstbohnen gehen. Karte, ich habe sie schon in meinem Kopf. Was? Ihr wollt Obstbohnen finden und Yoshi ist damit füttern? Unglaublich! Hm. Na gut, dann lüften wir das Geheimnis. Und die ungefähr in dieser Gegend dürfte es Obstbohnen geben. Karte soll ich gleich gehören. Ich werde ganz einfach auf Auffolgekarte die entsprechenden Stellen markieren. Jawohl! Boah. Okay. Das könnte witzig werden. Wir jagen jetzt wieder irgendwas. An den markierten Stellen gibt es Orte, die von Stein oder Gras umgeben sind. An solchen Orten sollten Obstbohnen im Boden vergraben sein. Um die Obstbohnen an die Oberfläche zu holen, grabt euch in den Boden ein und kommt wieder nach oben. So muss es funktionieren. Viel Erfolg! Da, okay, das wird Spaß. Wir dürfen jetzt sammeln. Sammeln. Und das, die Filmbuster finde ich immer noch geil. Also, es ist echt eine coole Idee, die so einzubauen.
Und dann wollen wir doch mal Lobby. Wir würden jetzt ganz, ganz wenig Geld haben, ja, genau. Dann mal auf zu neuen Taten. Okay, dann töten wir ihn halt erstmal. Was war das denn? Weil es leckt gerade komischerweise. Das heißt für mich wahrscheinlich, nach diesem Part ist Schicht im Schacht. Es hat gerade zumindest kurz geleckt. Ich hoffe, dass das jetzt das einzige Mal war. Weil dann ist der Part nämlich wieder so unerträglich. Und ich habe eine Facebook-Nachricht. Yay, aber es hat mich nicht gehört. Mein Handy blinkt einfach nur. Schön, dass ich euch das sage, nicht? Finde ich auch. Aber mich stört das gerade, deswegen werde ich mein Handy jetzt einfach umdrehen. Voila, so. Dann auf zum bodenlandenden Ort. Da sollte irgendwo eine sein. Ich bleib einfach stehen, Mann. Ich bin cool. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich einfach nur ich. So. Bam. Scheiße. Aber ihr macht sowieso nur putzigen Schaden, von daher ist es mir scheißegal. So. Damit bist du down. Und der nächste. Stimmt, der war ja direkt daneben. Okay, wahrscheinlich ein Screen weiter. Ich frage mich nur gerade, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob ihr diese kleinen Bildaussetzer mal wieder seht. Müsste da irgendwann sein. Vielleicht hier? Okay, da ist einer. Du hältst eine Rußbohne! Wie? Okay, die erste gefunden. Dann machen wir jetzt mal auf zur nächsten. Die ist da unten. Kommen wir da so ran und dann müssen wir irgendwie durch die Wüste. Wahrscheinlich durch die Wüste. Deswegen gehe ich gleich mal schon durch die Wüste durch. Also das mit dem Ruckeln stört mich gerade echt. Also ich hoffe, dass sich das echt im Part vielleicht nicht ganz so mies anfühlt. Okay, vielleicht kommt man tatsächlich da drüber irgendwie dahin. Okay, hier war ja diese Szene mit der Wüste. Wir sind jetzt bei da, wo sie ist. Sie liegt da oben rum. Okay. Wahrscheinlich wird sie gleich entführt, so offen wie die da rumliegt. Oder auch nicht. Wie soll ich da denn rankommen? Sie liegt da oben einfach rum. Oder so. Ja, war klar. War auch zu leicht. Na warte, du Arsch. Go, Luigi. Ich mag Luigi. Luigi ist toll. Okay. Nicht ganz so erfolgreich. Was hat er da gefressen?
War das so ein kleiner Pilzling? Der spuckt einfach Feuerblumen, ist klar. Cool. So. Was ist das, was der frisst? Ist das Prinz Bohne da? Dieser komische Volldepp von Fritz? Kannst du das mal lassen, ey? Bam! Irgendwie weiß ich nicht, der Kampf ist irgendwie langweilig. Auf so eine irgendwie komische Art. Und wo kommen die ganzen Bildaufsetzer her? Okay, der. Der war heftig. Was war das denn? Jetzt kriegt sich das Spiel gar nicht mehr ein, oder was? Na gut, dann beenden wir das Projekt. Moment. Den Part, wenn er besiegt ist. Piranha Blues? So macht das nämlich keinen Spaß. Warte. Einen Moment. Ich hoffe, dass es nicht weiter. Jetzt kriegt es sich gar nicht mehr ein. Der ganze PC kriegt sich gar nicht mehr ein. Ach komm, Spiel, bitte. Es nimmt hoffentlich noch alles auf. Danke. So. Bitte, 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 geh nicht kaputt. Ah, das Spiel hat einfach mal Aussetzer, ich glaub's ja nicht. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass ich das. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich möchte die Bohne dann ganz gern noch einsammeln. Endlich gekommen. Komm, beende dich, bitte! Ich meine natürlich ein anderes Programm, das gerade noch im Hintergrund ein bisschen läuft. Okay, irgendwie hat sich das so ein bisschen stabilisiert, hoffentlich. Gut. Ah. Ja, es scheint sich stabilisiert zu haben. Nein, es hat sich nicht stabilisiert, warum habe ich das gesagt? Aber es leckt übelst. Hey Luigi, du warst das, der mir aus der Patsche geholfen hat. Vielen Dank. Meine Güte, Luigi, du bist ja riesig geworden. Achso, hat gar nicht gemerkt, dass ich kleiner geworden bin. Sag mal, Luigi, hast du nicht irgendeine Idee, wie ich wieder zu einer alten Größe finde? Das Spiel macht's kaputt. Sowas kannst du, das sage ich Rose runter. Will sagen, Hut ab. Ich hoffe, dass das mit euch nicht verzögert. Gut, aber sei bitte ganz vorsichtig. So. Höhö. Jetzt, wo ich wieder Stimme habe, dann strahle ich in einen Glanz. Luigi, danke. Zum Dank für meine Rennen sollst du das hier haben. Das habe ich eben in dem Piranha-Bini gefunden. Hier für dich. Du hältst eine Großbohne. Nun, da ich wieder meine alte Gestalt habe, will ich nicht mehr. Was, ich dachte gerade, was fügt alle dann? Höhö, die nächste Sternbunde wird mein sein. Grüßt mir bitte auch den Amigo mit der roten Mütze. Gut, Leute, treffen wir uns wieder, wenn wir alle Teile der Sternbunde haben. Halt die Fresse, ich will den Pappen.
Ja, Leute, danke, dass ihr bei mir seid. Ich hoffe, ihr seht es beim nächsten Mal auch wieder. Ich hoffe, dass das nächste Mal mit den Lex aufgehört hat oder gar nicht mehr auftritt. Hoffentlich. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.